So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Mission, nämlich lande an einem benannten Ort in verschiedenen Matches. Einmal habe ich das Ganze schon gemacht, weil ich ja eben schon ein Video aufgenommen habe. Ihr seht schon, den Skin bekommen wir ja, sobald wir neun Missionen gemacht haben. Wo mache ich das Ganze? In Gruppenkeile. Warum in Gruppenkeile? Ganz einfach, ihr könnt halt einfach viele Aufgaben miteinander verbinden. Deshalb, ihr könnt die Eliminierungen da machen, ihr könnt die Tänze da machen, ihr könnt das Klingeln da machen. Nur ich mache das Ganze natürlich ein bisschen getrennt, da ich für euch ja jede einzelne Aufgabe aufnehme, wie immer, ihr kennt mich. So bin ich auch inzwischen bei über 3000 Abonnenten zu 3000 Abonnenten bekommen. Also wenn ich dir schon jetzt helfen konnte, dann gerne ein Like da lassen, Abo da lassen. Dann gibt es noch eine kleine Skin-Verlosung, eine legendäre Skin-Verlosung. Einfach mal in der Videobeschreibung abchecken, da ist das Ganze verlinkt. Wenn du einen legendären Skin gewinnen willst, guck dir gerne das Video an. Mach, was ich da in dem Video sage und schon hast du die Chance auf einen legendären Skin. So, jetzt ganz schnell zur Aufgabe. Ihr müsst nicht viel machen, ihr müsst nur an einem benannten Ort landen, nämlich da, wo ganz einfach ein Name steht. Und das Ganze in drei verschiedenen Runden. Das war's eigentlich schon mit der kompletten Aufgabe. Ich denke mal, das kriegt jeder hin. Und wem ich jetzt halt wie gesagt helfen konnte, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen. Kostet euch nichts, ihr könnt in Livestreams vorbeischauen. Und dann haben wir einfach eine geile Zeit zusammen. So, für die, die jetzt wissen, wie es geht, euch viel Spaß bei der Aufgabe. Wir müssen hier noch ein bisschen weiter grinden. Die Supporter bleiben natürlich wieder am Start. Gucken mir noch ein bisschen zu, wie ich meine Sniper-Medaillen anfange zu machen. Denn die will ich definitiv noch hinkriegen. Und den anderen, die jetzt schon fertig sind mit ihren Aufgaben, ihr wisst ja, danke für den Support. Und in dem Sinne sage ich euch schon mal, haut rein. So, ihr seht schon, zwei von drei habe ich jetzt. Denkt dran, das Ganze wird nicht einfach aufzunehmen sein, weil ich halt wirklich aufpassen muss, dass ich die Aufgaben nicht aus Versehen mache. Im Prinzip darf ich nichts mit der Pump machen. Und nichts mit dem Sturmgewehr. Jetzt erstmal. So, dann gucken wir mal weiter. Oh, warum sind hier schon Gegner? Ich wette, der will klingeln. Ja, natürlich klingelt er. LOL! Das war's ja an der Stelle komplett. Aber kann ich wenigstens die Aufgabe direkt fertig machen? Warte mal, nee, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich kann ja wieder landen, ich Idiot. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Sniper. Och, das ist doch eine eklige Endzone. Boah, habt ihr hier mal eine Endzone gehabt? Ich einmal bis jetzt. Da habe ich mich wie ein kleines Kind da oben verkämmt. Es war so eine langweilige Runde. Vor allem, ich habe gerade gesagt, die Runde wäre vorbei, ne? Aber das war's dann an der Stelle komplett. Ich brauche nur eine Sniper. Mehr will ich doch gar nicht haben. Sniper und ich bin glücklich. Ja, Pump holen wir natürlich trotzdem gerne mit. So, und schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, ich bin schon fertig, ich bin schon fertig. Weil ihr wisst ja, logischerweise seid ihr schneller als ich, da ich ja jede einzelne Mission für euch aufnehme. Beziehungsweise halt für die etwas Jüngeren, die nicht wirklich wissen, was sie halt machen sollen bei der Mission. Deshalb, ich wäre gern auch schneller, aber so ist das als YouTuber. Ich meine, so habt ihr ja auch in der Regel auch zu mir gefunden. Da ihr einfach irgendwo nicht weiterkamt und so habe ich euch halt geholfen. Und erstmal danke, die mir jetzt hier trotzdem noch weiter zur Seite stehen. Oha, zwei epische Kisten in einer Runde. Also gefühlt hatte ich das, glaube ich, noch nie. Ja, vor allem ich muss aufpassen, dass ich halt, wie gesagt, auch die Kisten nicht öffne. Weil das Schlimmste ist, ich brauche halt einen Sniper. Sniper, Sniper, Sniper. Zack, zack, zack. Der ist eigentlich ziemlich nah, der Dulli. Du bleib weg. Oh, ich brauche einen Sniper, Mann. Ihr kennt das, gell? Wenn ihr irgendwas benötigt, dann gibt es natürlich wieder nichts. Hat er einen Sniper liegen lassen? Natürlich nicht. Oh, das soll jetzt nicht in ihr Ernst hier, oder? Ich guck noch mal, ob ich da hinten was finde. Also das hier wird wieder eine Runde, die wird anders nervig.
Ich meine, ich könnte zwar jetzt auch eine andere Medaille machen, ein MP und so, aber mir geht es halt wirklich hauptsächlich darum, dass ich die Sniper-Medaille schön machen kann. Ich denke mal, das ist echt mit die schwierigste. Mit natürlich Überleben dann so ein Kram. Boah, hier landet echt keine Sau von Gegnern zum Glück. Aber ich brauche einen Sniper. Und wundert euch nicht, was für eine Aufgabe das oben links ist. Das ist einfach nur die stinknormale Tagesaufgabe. Also nichts Besonderes. Und nicht wundern, aber ich denke mal, die Tagesaufgaben, die wird ja wohl jeder hinkriegen, oder? Was denkt ihr? Oder soll ich echt mal hingehen und anfangen, über jede Tagesaufgabe wieder ein Video zu machen? So wie ich es früher schon gemacht habe. Ja, ich denke mal, die sind eigentlich so simpel. Hat hier keiner eine Sniper liegen lassen? Sniper? Sniper? Das kann doch nicht sein. Sonst findet man immer eine Sniper, echt? Nur jetzt nicht. Warte mal, kann ich daraus nicht auch die neue Waffe machen? Ach nee, es geht ja nur mit der AR, gell? Lol, das war es an der Stelle komplett. Puh, findet man hier noch eine Sniper oder nicht? Na, er hat eine. Super. Warte, hier ist noch eine Kiste. Aber hier den Skin habe ich eigentlich auch nie oft lang gespielt. Immer nur so ein bisschen. Es kann ja nicht sein, dass hier in dem ganzen Kaff nicht eine Sniper zu finden ist. Kann ich echt überlegen, mich einfach umzubringen, ey. Mach, glaube ich auch. Ich gehe jetzt einfach zu den Vorräten und gucke, ob da eine Sniper irgendwo rumliegt. Kann ja nicht sein, dass ich hier keine Sniper finde, ey. Lol, zu blöd zum Sterben. Man kennt es. Aber nochmal, wie gesagt, ich kann euch nur wirklich immer wieder dafür danken, für den ganzen Support. Ne? Auch jetzt bei den Videos, eben das Video hochgeladen, schon 76 Aufrufe. Und ich weiß, es sind die Aktiven, die da erstmal kommen. Weil ich sehe es ja auch in den Livestreams. Also das ist schon echt heftig, was ihr macht. Und da kann ich wirklich immer wieder nur Danke sagen. Ach, der Kill musste sein. Aber ich muss doch hier eine Sniper finden, das kann doch nicht sein hier. Ich kann nicht alle Kills mit der MP machen. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch gerade nicht, wo ich hier noch suchen soll. Weil im Prinzip haben wir ja schon alles. Im Prinzip kann ich echt nur auf Vorräte hoffen und hoffen, dass einer eine Sniper liegen lässt. Beide tot. Hier liegt auch keiner rum. Hier liegt nur eine bessere MP rum. Oh, lol. Habt ihr auch so Probleme, manchmal irgendwelche Waffen zu finden? Das hier ist immer richtig lost. Ah, da oben in dem Haus war ich. War ich da oben in dem Haus? Alzheimer kickt auch schon rein. Ja, er gibt mir direkt den Pump-Schuss. Sei froh, dass ich meine Pump nicht benutzen darf. Mann, Mann, Mann. Ich will doch nur eine Sniper finden. Aber ich glaube, in dem Haus war. Boah, diese Lex. Ist echt abnormal, ey. Vor allem einen Kill muss ich definitiv noch machen, ne? bam. Den Kill habe ich schon mal. Nicht, dass ich vergesse, meine Eliminierung zu machen. Lol, er spawnt direkt quasi neben mir. Das war's an der Stelle dann auch komplett. Aber hier ist ja auch nichts. Wo soll ich denn hier noch suchen? Hier ist einfach nichts. Gar nichts. Ja. Wenigstens noch Maschinenpistolen-Spezialist, weil das Problem ist, ich darf mit der Schrotflinte noch keinen Kill machen. Ah doch, mit der Schrotflinte darf ich ja wohl. Ich darf ja nur mit dem Sturmgewehr nichts machen. Stimmt.
Istuli. Das war sehr wirklich komplett. Er kommt safe runter. Ich habe mir aber auch wieder die beste Pump ausgesucht, ne? Aber ich will euch jetzt auch nicht zu lange nerven. Ich werde hier die Runde beenden, werde dann in die nächsten Aufgaben gehen. Und in dem Sinne, wie gesagt, bis zur nächsten Aufgabe und danke für euren Support. Und in dem Sinne auch an euch. Haut rein.